Herzlich willkommen zum Business Talk am Kudamm. Unser Gast heute ist Sebastian Kummels, der Geschäftsführer von Innovation Radicals und Pioneers in Leadership. Mit ihm sprechen wir über den Einfluss der Unternehmenskultur auf die Innovationsfähigkeit von Unternehmen. Herr Kummels, herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Schön, dass Sie heute da sind und wir haben ein sehr interessantes Thema. Es geht um Innovationen im Unternehmensbereich und heute mehr denn je ist es wichtig, dass Unternehmen Innovationen vorantreiben und innovativ sind. Die meisten Menschen, die vielleicht mit diesem Wirtschaftskontext nicht allzu viel zu tun haben, die denken bei Innovation vielleicht an eine geniale Idee, vielleicht sogar an eine Erfindung. Sie als Experte, was bedeutet es, innovativ im Unternehmen zu sein? Ja, schönen guten Morgen. Ja, freue mich sehr, hier zu sein. Am Ende des Tages ist Innovation eine Entscheidung. Ja, und zwar eine Entscheidung für eine Investition heute in die Zukunft. Ja, und natürlich zum Thema Innovation gibt es ganz, ganz viele Aspekte. Ja, R&D, kontinuierliche Weiterentwicklung, Prozessinnovation, Produktinnovation etc. pp. Wenn wir auf das Thema Innovation gucken, dann geht es für uns insbesondere um das Entwickeln neuer Geschäftsmodelle. Und dann geht es typischerweise gar nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern es geht darum, Elemente, die vorhanden sind, klug zusammenzuführen, eine Zielgruppe dafür zu begeistern und das Ganze aber eben dann auch erfolgreich umzusetzen. Und was total spannend ist, die meisten Unternehmen, die sind nicht in der Lage, genau dieses umzusetzen, also neue Geschäftsmodelle erfolgreich in die Welt zu tragen. Es gibt gerade eine ganz spannende Studie der Universität Bochum dazu, beziehungsweise des Instituts für angewandte Innovationsforschung. Ja, und die haben das Ganze nochmal untersucht und haben gesehen, 95% derjenigen Neuplatzierungen am Markt, neue Geschäftsmodelle, neue Produkte, die scheitern tatsächlich. Ja, und was sie dann gemacht haben, sie haben eine Umfrage gemacht. Sie haben mit 370 Mitarbeitenden aus Unternehmen gesprochen, dann haben die gefragt, sagt mal, woran liegt das eigentlich? Ja, warum scheitert Innovation bei euch im Unternehmen? Und was sie dann herausgefunden haben, beziehungsweise die Antworten, die sie bekommen haben, waren dann so Themen, wir haben überhaupt keine klare Ausrichtung. Ja, unsere Innovationsstrategie ist überhaupt nicht zukunftsfähig. Ja, oder auch sowas wie, wir haben so viel Fokus auf dem Tagesgeschäft, wir haben eigentlich überhaupt keine Zeit, da was Neues zu entwickeln. Und das Spannende ist, das sind ja alles Themen, da würde man eher sagen, das ist Organisation, Kultur, Führung. Ja? Und das heißt, wenn ich auf das Thema Innovation, Geschäftsmodellentwicklung blicke, dann geht es natürlich um Tools, um Methoden, um Workshops, um all diese Dinge. Es geht aber vor allem um eine klare Ausrichtung. Es geht darum, einen Nährboden zu schaffen, in dem Innovation florieren kann. Ja? Und am Ende des Tages, ich meine, das ist auch eine Wahrheit, wenn die Zielgruppe das annimmt, dann ist es erfolgreich. Und wenn nicht, dann halt eben nicht. Was Sie gerade gesagt haben zum Thema Unternehmenskultur, dass alle mitmachen, da kommt einem sofort in den Sinn, bei so kleineren oder KMUs, kleineren mittelständischen Unternehmen beziehungsweise Startups, da scheint es zumindest so, dass die Innovationen etwas agiler sind und schneller umgesetzt werden können als in großen Konzernen. Mit Ihrer Erfahrung, würden Sie das unterschreiben, dass je größer ein Unternehmen, ein Konzern wird, die Innovationsfähigkeit abnimmt? Ja, das ist eine schöne Beobachtung. Ja, und ganz viele Unternehmen, gerade größere Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die sagen, Mensch, wie machen wir das denn so? Wie machen wir das wie ein Startup? Und das ist ja auch eine tolle Story. Ne? So zwei Jungs, zum Glück auch mittlerweile öfter Frauen, also klassisch so zwei Nerds, sitzen irgendwo in der Garage, tüfteln und am Ende des Tages haben sie ein Millionenunternehmen, bam. Ja? Geile Story. Jetzt müssen wir aber natürlich auch sagen, genau das ist die Story, die sich gut verkauft, die wir alle kennen. Die vielen, vielen Startups, und das sind wirklich viele, nicht wenige, die scheitern oder die so mittelmäßiges Modell haben, so ein bisschen rumkrebsen, von denen hören wir nichts. Ja? Und gleichzeitig gibt es viele große Unternehmen, die auch sehr innovativ sind. Denken Sie an Amazon, Google, Apple, Tesla. Das sind alles Unternehmen, die in den letzten 10 bis 25 Jahren, roundabout, entwickelt wurden und die heute immer noch extrem innovativ sind. Also die Frage, die ich viel spannender finde, ist die, was macht es eigentlich aus, so eine Innovationsfähigkeit? Und das sind schnelle Entscheidungen. Ja, das sind kurze Wege, abteilungsübergreifendes Denken und Handeln, flexible Prozesse,
ein klares Commitment der Mitarbeiter, ne, und auch eine klare Idee, wo es hingehen soll. Und all das sind Elemente, die diese Unternehmen, die heute sehr, sehr innovativ sind, sie entweder ganz bewusst in ihre DNA eingebaut haben, ja, oder die sie sich so ein Stück weit bewahrt haben aus so einer Gründungsphase. Ja, und das macht eine Innovationsfähigkeit aus. Bleiben wir mal bei diesem Thema noch etwas genauer. Denn einigen Marktteilnehmern, wie wir gerade von Ihnen gelernt haben, denen fällt es etwas einfacher, Innovationen zuzulassen, voranzutreiben oder sogar erfolgreich umzusetzen. Anderen fällt es wieder etwas schwerer. Liegt das an den Gründern, an den UnternehmerInnen oder liegt es an den MitarbeiterInnen, die vielleicht nicht nachziehen? Oder was sind Faktoren dafür, dass es einmal gelingt oder einmal nicht? Ja, total spannende Frage. Und ich habe eine kontraintuitive Antwort. Ja? Ganz oft geht es um das Thema Entscheidungsspielräume, ne, bei MitarbeiterInnen. So, wenn ich erwarte, dass meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen innovativ sind, dann erwarte ich am Ende des Tages, dass sie Verantwortung übernehmen, ne, Potenziale sehen und dafür eben die Entscheidung treffen, die auch zu heben. So, und was dafür notwendig ist, sind halt eben diese Entscheidungsspielräume. Das ist ein ganz schönes Modell, Circle of Influence. Ja, da geht es halt eben darum, wenn ich diesen Circle of Influence habe, dann kann ich Dinge angehend verändern und bin auch ein Stück weit aber auch in dieser Verantwortung. Und genau das braucht es ja, wenn ich Dinge verändern will, im Großen als auch im Kleinen, ja, also auch im Großen, dass ich diesen Circle of Influence als Mitarbeiterin wirklich auch habe. Okay, das heißt, wenn ich das richtig verstehe, also wenn ich etwas entscheiden kann und bestimmte Freiheiten habe, muss ich die natürlich vorgelebt bekommen, bestenfalls von der Unternehmensführung. Das heißt, wir sprechen also jetzt über den großen Mantel der Unternehmensführung und der Unternehmenskultur vor allem. Was ist denn bei der Unternehmenskultur innovationsfördernd und was hemmt die Innovationsfähigkeit? Ja, Sie haben es ganz richtig gesagt. Am Ende des Tages geht es wirklich um die Unternehmenskultur. Und dann geht es auch gar nicht darum, immer die besten Ideen zu haben, ja? Oder die kreativsten Köpfe. Ja? Am Ende des Tages geht es darum, dass ich einen ganz klaren Fokus habe in der DNA des Unternehmens auf den Kunden, ja? Dass ich verstehe, was meine Kundinnen heute brauchen, aber auch in Zukunft und dass ich in der Lage bin, das dauerhaft umzusetzen. Ja, weil genau das ist so dieses Missverständnis. Ne? Wir haben diese eine geniale Idee und that's it. Aber Innovation ist kein One-Shot-Game. Innovative, erfolgreiche Unternehmen, die haben diese Fähigkeit aufgebaut, über Jahre hinweg immer wieder neue Lösungen zu entwickeln. Und genau das macht das Unternehmen dann auch langfristig innovativ und erfolgreich. Muss ich Trial and Error zulassen? Muss ich von meiner Perfektion ablassen? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Gerade bei uns in der deutschen Kultur. Ja, absolut. Ja, Sie sprechen ja das Thema Fehlerkultur an. Und es ist so, wir haben viele, viele Teams begleitet, ja, von Startup, Einzelgründer, Startups, Mittelstand, Konzern. Und es gibt so ein Topic, das macht die Teams wirklich erfolgreich, und das ist die Fehlerkultur. Ja? Und das sind dann typischerweise Teams, die sehr genau gucken, was das Feedback vom Markt, ja, wenn ich Dinge teste, die dieses Feedback wirklich auch ehrlich offen annehmen, also dieses kleine Scheitern, und das dann ganz, ganz schnell in ihre Lösung einarbeiten, ja, das besser machen. Aber auch wenn sie miteinander arbeiten, also ganz offen und ehrlich sind, halt eben was schiefläuft. Und am Anfang von einem Startup da, ja, oder einem Unternehmensstartup, da läuft einfach vieles schief. Ja, es ist eine Entwicklung. Und das Spannende ist, Teams, die mit einer mittelmäßigen Idee scheitern, aber so das wirklich verinnerlicht haben, da kommen oft großartige Geschäftsmodelle raus, die mit der ersten Idee gar nicht mehr so viel gemein haben. Und oft ist es aber auch so, dass man am Anfang denkt, das ist eine spannende Idee, ja, aber dass die Teams so unterwegs sind. Ja, egal, was an Feedback kommt, links, rechts, einfach stur geradeaus laufen. Und genau das verläuft im Sande und wird nichts. Ja, also Fehlerkultur, ein bisschen weniger Perfektionismus, genau das ist das Thema. Ist es vielleicht sogar auch am Ende günstiger, diese Fehlerkultur zuzulassen, als nach dem einen perfekten Weg zu streben? Absolut. Das ist ein Innovation ist Long Tail. Ja, also Sie machen 10, 20, 100 ja, Versuche und davon funktionieren vielleicht 10. Ja. 2, 3 sind wirklich so, dass es sich lohnt und 1 ist dann richtig gut. Ja, und da ist eine gewisse Zufallsverteilung dabei, weil Sie wissen vorab nicht genau, wie der Markt reagieren wird. Und das heißt wirklich so die Fähigkeit, Dinge
schnell auszuprobieren, schnell zu scheitern, zu verwerfen, was Neues zu machen. Im Startup-Sprech heißt ja auch fail early, fail often. Das ist genau diese ganz zentrale Fähigkeit, die ich brauche, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Dann wünsche ich mir, dass Sie von dieser positiven Energie ganz, ganz viel in deutsche Unternehmen reintragen. Ich glaube, wir können das ganz gut gebrauchen und bedanke mich ganz herzlich fürs Interview. Dankeschön.